Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Alien Isolation mit Cheetah Alien. Was war das? Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Ich glaube, ich klappe. Ich werde es tun. Ja, genau. Wir sollten einfach gehen. Ja, ich gehe einfach, okay? Oh. Du willst mich verarschen, oder? Stellen Sie den Strom wieder her. Geht's hier auf? Muss ich den jetzt erschießen, oder was? So, jetzt kann ich ja speichern. Gefahr ist noch, ich weiß, dass du weißt. Ich muss hier irgendwie Strom wiederherstellen. Ich hab dich gesehen. Ich bin... Ja. Du Idiot. Viel Spaß beim Sterben. Ja, das war Mr. Vollidiot. Was? Oh, Flammenwerfer. Ach, jetzt. Interessiert es dich da auf einmal für Feuer oder was? Ja, warum nicht? Ja, da muss ich irgendwie rein, das ist mir auch klar. Über das Wieder können wir uns alle streiten. Ich bin nicht hier. Guck woanders. Geht ihr irgendwo ein neues Nest aufbauen? Am besten nicht hier und nicht auf meinem Weg. Die Station ist groß genug, wir können uns beide aus dem Weg gehen. Genau so. Jetzt einfach wieder komplett weggehen, okay? Ich hasse es, Alien. Ist mir jetzt nämlich ein bisschen zu oft jetzt gerade da. Nimmt irgendwie den Sinn der Gefahr weg. Dankeschön. Also, was muss ich jetzt hier machen? Aber er hält immer noch leise, ne? Junge, Junge, Junge. Danke. Konnte ich alles mitnehmen. Hier oder was? Zugangscode benötigt. Sagt mein. Der sagt hier gar nichts. Ja, ich weiß, hinter mir ist die Tür, aber ich guck gerade, ob ich wirklich hier durch muss. Ich will alles vermeiden, was irgendwie Krach macht. Und Ionenschneider macht nun mal Krach. Also, meine Verständnisse. Ich wusste es, ich hab's hier gehört. Ich dachte, ich werde langsam wirklich paranoid. Dankeschön. Jetzt geht's zur Tür. So, ich habe mehr Flammenwerferöl, ist immer schön. Liegt hier auf der Werkbank irgendwas? Außer ein bisschen Schrott. Nö. Sensoren, die ich schon hab, mal wieder. Oh, Revolvermunition. Ist hier was Interessantes? Hier müsste es ja der Theorie nach dann irgendwie so eine Funktion geben. Code für... Was? Code für Reparatur? Für mir... Was? Meine Geschichte ist so, ich habe jetzt Feierabend, falls du in den nächsten 3 Stunden hier aufkaufen solltest und das System zerrebert, bin ich nicht mehr da. Der Code ist... Den schreibe ich mir auf. Ich weiß, das Ding ist in der Regel dann irgendein... Ja, okay, ich weiß auch wohin, aber... Sollte das Alien wieder auftauchen und dann erstmal eine Viertelstunde denken, ja, komm. Sinclair hier.
Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. So, jetzt haben wir das mal 1581. So? Nee, hä? Also 1851. Weil. Ja, interessant. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorher sagen wollte. Ah! Munition. Wieso krieg ich gerade so viel Revolver-Munition? Herrgott, ich bin. Wenn das so weitergeht, jetzt könnte ich hier bald Battlefield spielen. Vorausgesetzt, das Alien wäre nicht unsterblich. Das kann hier nicht raus. Hallo? Ich suche Knopf. Willst du mich verarschen? Ich suche hier Knopf. Hier, Reparatur. Ach, da. Danke. Komisch, dass die Tastatur nicht geblinkt hat. Ich hätte gern mehr Flammenwerferöl. Bin immer gern voll. Ach, Mann, falsch. Okay, hier ist hier nix. Okay, ist über mir. Dann interessiert mich das herzlich wenig, das Viech. Gefahr ist nah. Toll, hier draußen ist Gefahr nah. Hebel. Ja. Ich dachte mir schon, spackt wieder die Physik-Engine rum, aber nein, es war ein Viech. Was doof ist, jetzt kommt Alien. Ja, hi. Ich hab dich umgebracht. Aktueller Speicherpunkt laden. Manometer, zum Glück haben wir vorgespeichert. Ja, hier, mach Neustart. Danke. Was die Viecher jetzt hier draußen machen, verstehe ich auch überhaupt nicht, weil wir haben eigentlich das Nest komplett entfernt. Nur die Viecher, die ausgewachsenen Viecher sind halt abgehauen. Der Facehacker hat hier was zum Fressen, wenn er will. Selber auf dem Gesicht? Weiß ich gar nicht. So, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Na, hier ist keine Gefahr. Na, du mich nur verarschen. Hebel benutzen. So, runter. Hi. So, weiß ich, kann mich hier nicht wirklich verstecken. Doch ein bisschen. Taschenlampe? Kann ich machen. Ja, ich habe eins deiner eigenartigen Artgenossen umgebracht. Hast du jetzt ein Problem damit? Augenscheinlich. Wieso reagieren die Türen überhaupt auf Alien? Das ist doch... Könnt doch einfach alles abschalten, bis auf Orbitalstabilisatoren und Lebenserhaltung. Ich verstecke mich lieber hier. Bis.
So. Aiden kann wieder gehen. Das Viech ist nur gestolpert. Mehr war das nicht. Los, geh jetzt einfach. Dann kann ich weitermachen. Da hinten guckt irgendwas. Ernsthaft? Achso, ich dachte schon, ich habe einfach nur die falsche Taste gedrückt. Wir waren gekommen, als sie die Zufluchtsstätte verschlossen haben. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht, dass sie ihre Meinung ändern und mich reinlassen. Oder dass sie mich wie alle anderen auf der Station, die ihnen in die Quere kommen, erschießen. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich hatte mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Also hier sind Kinder auf der Station. Oder waren. Hi, Alien. Willst du einfach hier nicht rein? Ich finde die Türen immer so lustig. Komm, geh woanders hin. Geh kurz woanders hin. Da hinten gucken und dann mache ich den Transit an. Ah, Mann, Alien. Ganz ehrlich. Du kannst wieder gehen. Hier ist nichts. Jedenfalls findest du nichts. Ich hätte da eigentlich eine Idee. Ich und meine Ideen, ne? Oder es ist jetzt einfach halt gegangen. Gut, damit hat sich auch was verlegt. Was dämlich ist, jetzt muss ich noch so lange warten, bis Klein Transit da ist. Was ist überhaupt denn abgehauen? Hast du gesagt, wodurch? Da ist doch das Loch und nicht hier drüben. Ach, hier ist noch eins. Oh, geil. Hat die Station eine Schräglage oder kommt mir das nur so vor? Kommt es, glaube ich, nur so vor. Ja, ich würde schon. Es ist der Nahrungsmittelmangel, genau. Oder Durstmangel, oder keine Ahnung. Irgendein Mangel bestimmt. Gut, ne, wir sind ja hier jetzt unter uns. Ich weiß, dass ja das Projekt nicht so oft aufgehoben wird. Nee, ich weiß das alles, ich sehe alles. Ich müsste eigentlich mal die Statistik angucken. Wie es um die Zugriffszeit handelt, ob die wenigstens dieses Aufrufen komplett gucken. Das weiß ich ja nicht. Und bla bla bla, ne? Ja, worüber könnte man jetzt so reden, wir? Du und ich, ja. Keine Ahnung. Ne, da hat man mal die Gelegenheit, mit einem fällt nichts ein. Hallo? Wo ist das nächste Alien? Torrance an Ripley. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andock-Sequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klärung.
fremde Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Ja, vielleicht weil ich sonst tot bin. Das ist so ein sehr starkes Argument in der Regel. Alle anderen sind schon tot. Och nee. Zur Seite? Bitte was? Ja, geil. Wie komme ich jetzt da? Hier kann man irgendwo speichern. Hier kann man speichern. Speichern. Kann ich Folgenende machen. Da sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Habt euch wohl. Bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.